So, fangen wir an. Ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Kann ruhig alles über mich wissen, was ich so mag, wofür ich mich so interessiere, welche Webseiten ich besuche, welche Bücher ich lese, wo ich mich wann aufgehalten habe, was ich so in etwa verdiene, welches Auto ich fahre, wie ich wohne. Ist hier sonst noch jemand ernsthaft dieser Meinung? Keiner? Ah, einen gibt's immer. Aber er traut sich nicht her. Gut, okay. Er ist ja nicht da. Sonst hätte ich ihm jetzt diese Folie gezeigt. Warum soll ich denn für Leistungen im Netz bezahlen? E-Mail, Postfach, Messenger, Chat. Gibt's da alles für lau? Würde da jemand von euch mit mir konform gehen? Auch keiner? Ich liebe euch. Ja, diese Folie muss ich leider auch gestandenen, sogenannten erwachsenen Menschen immer wieder zeigen. Die vier Internetwahrheiten. Einmal, das Web ist von der Konzeption her ein offenes Netz. Das heißt, jeder, der möchte, kann die Funktionalität des Internets ganz genau ergründen. Es gibt da keine Beschränkungen und keine Geheimnisse. Das heißt aber auch, per Default läuft alles im Klartext ab. Also jeder, der Zugriff hat, kann auch mitlesen. Und das Schlimme daran, mitlesen konnte man in der analogen Zeit, die Älteren unter uns, die werden das noch wissen, ne? Da wurden die Briefumschläge mit Wasserdampf geöffnet und dann vorsichtig wieder zugeklebt. Vor allen Dingen, wenn sie aus bestimmten Teilen Deutschlands kamen. Teilweise wurden sie auch kopiert. Aber alles das konnte man recht schnell feststellen. Bei der digitalen Kopie ist das nicht mehr möglich. Ja, das zweite, there is no free lunch. Es gibt eben nichts für nichts. Auch nicht im sogenannten Cyberspace. Gab es noch nicht, gibt es nicht und wird es auch nie geben. Und das dritte, in the Internet nobody knows that you're a dog. Was wirklich dahinter steckt real, kann ich von außen nicht sehen. Die tollste Webpräsenz, aber was wirklich die Absicht dahinter ist, was dahinter steckt, ist auf den ersten Blick zumindest nicht sichtbar. Ja, und dann, weil es immer wieder Thema ist, du bist nicht anonym im Netz. Das ist ein Märchen. Ich kann meine Herkunft bestenfalls verschleiern. Dann ist es etwas schwieriger herauszufinden, wer ich bin und von wo ich komme. Aber ich kann mich dort nicht wirklich verstecken oder gar unsichtbar machen. Oder was sonst noch alles in der Werbung versprochen wird. Das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Und der allergrößte Blödsinn ist das Wort Darknet. Ich habe es vorhin in Lightning Talks gesagt, für mich ist das eine Erfindung der Sensationspresse. Von Leuten, die keine Ahnung haben. So, und weil das ja alles nichts kostet, die habe ich mich wirklich redlich bemüht, bei den Betreibern entsprechender Plattformen, ich brauche sie hier nicht alle zu nennen, sie haben meistens drei Buchstaben vor dem DE oder vor dem .net, mal herauszubekommen, was haben sie so monatlich für laufende Kosten. Es ist mir leider nur zum Teil gelungen, aber ich denke, das kann man sich mal hochrechnen. Die Zahlen sind zum Teil noch von 2016 und die Server zum Beispiel, das ist eine Höheneinheit. In so einem Rack passen 42 von den Pizzablechen. Dann kann man sich ausrechnen, was allein die Hardware kostet. Hauptbestandteil ist natürlich Energiekosten und natürlich Personalkosten. Da sind wir also ganz, ganz schnell monatlich im sechsstelligen Bereich.
Ich habe mir von Meta ja sagen lassen, es wäre möglich, anhand der Werbeeinnahmen einen solchen Dienst zu finanzieren. Es ginge. Obwohl ich es immer noch bezweifle. Die Werbung wird zwar sehr gut bezahlt auf Internetseiten, aber ich bezweifle wirklich, dass es ausreicht, das alles an laufenden Kosten zu decken. Auf keinen Fall wird es ausreichen, der Versuchung zu widerstehen, diese Daten zu verkaufen. Es heißt ja so schön in unseren Medien, Daten wären das Rohöl der Zukunft. Reden wir nicht um den heißen Brei. Daten sind im Moment die härteste Währung, die es auf dem Kapitalmarkt gibt. Tendenz des Kurses permanent steigend. Ja, ich hoffe, man kann es lesen. Das ist ein Gedicht eines deutschen Kabarettisten, Wilfried Schmickler, den ich sehr schätze. Warum soll ich meine Daten schützen? Man braucht eigentlich nur den letzten Satz zu lesen. Wer alles das, was oben drüber steht, geht euch auf gut Deutsch einen Scheißdreck an. Wann ich mit wem wohin fahre, mit wem ich verkehre, welche Leute ich kenne, in welcher Beziehung ich mit denen stehe, welchen Frauentyp ich attraktiv finde, welche Sexualpraktiken mir gefallen, was ich wann wo kaufe, womit bezahle. Ich finde, das geht nur mich was an. Ja, und hier sind wir bei meinem Lieblingsthema, dem Thema Sicherheit, weil damit beschäftige ich mich beruflich. Sicherheit hat viele Gesichter. Was will ich damit sagen? Es gibt viele Möglichkeiten, mich im Netz vor irgendwem und irgendwas zu schützen. Die Frage, die ich mir aber vorab immer stellen sollte, gegen was und gegen wen will ich mich schützen? Wie viel Aufwand muss ich treiben? Und in welchem Verhältnis dazu steht der Wert meiner Daten? Ich kann natürlich eine Mordsapparatur an Sicherheitsfeatures aufbauen, aber letztendlich komme ich dann zu dem Ergebnis, dass das nicht mehr praktikabel ist. Kleines Beispiel aus der jüngeren Geschichte, vielleicht kennst du der eine oder andere. Das ist der Eingangsbunker des berühmten belgischen Forts Eben-Emmanuel, Fort aus dem Ersten Weltkrieg. Das galt damals als State of the Art, als uneinnehmbare Festung. Ja, dummerweise wussten das die falschen Jäger nicht, die 1940 nämlich nicht von vorne kamen, sondern von oben und von hinten. Und haben das Ding im Handstreich genommen. Milliarden in den Sand geknallt. So ähnlich läuft es leider Gottes im IT-Security-Bereich zum Teil auch ab. Es wird sehr viel Geld investiert. Es wird sehr viel Snake Oil verkauft. Es wird sehr viel Voodoo betrieben. Aber für eine ordentliche Mitarbeiterschulung ist kein Geld da. Haupteinfallstor ist immer noch der menschliche Faktor. Wären wir nicht so bequem, wie wir als Menschen sind, nicht so leichtgläubig, nicht so leichtsinnig, nicht so hilfsbereit, nicht so nett und so freundlich, würden die meisten Angriffstechniken nicht funktionieren. So, nachdem ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen für Verwirrung gesorgt habe, worum geht es hier eigentlich? Tja, letztendlich darum. Um das liebe Geld. Daten sind eine Handelsware, werden auch gehandelt zu zum Teil sehr stolzen Preisen und die Datenhändler machen ordentliche Gewinne. Einer der größten ist bei mir vor der Haustür, ist die Firma Schober mit Sitz in Ditzingen, der eine oder andere wird sich vielleicht kennen. Bei dieser Firma habe ich eine Anfrage gestellt, extra für diesen Vortrag. Ich wollte ein Angebot haben für eine Datenselektion aus dem gewerblichen Bereich. Sie haben leider nicht geliefert. Es hätte mich mal interessiert, ob Sie meinen Anforderungen genügt hätten. Es war eine sehr spezifische Anfrage. Es ging darum,
Ich wollte Adressen haben von Handwerksunternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern, einem geschätzten Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen. Der Handwerksmeister möge bitte Wohneigentum haben, also mindestens eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung in guter Lage oder Eigenheim. Entsprechendes Fahrzeug fahren. Also ich wollte die Unternehmen, die Handwerksunternehmen haben, ja, die richtig schön Geld verdienen, um denen so ein paar Consulting-Dienstleistungen anzubieten. Wie gesagt, Schober hat nicht geliefert. Ich habe mir aber sagen lassen, sie wären dazu in der Lage, und im Raum Baden-Württemberg wären da etwa 35.000 Adressen angefallen. Der Spaß hätte mich um die 90.000 Euro gekostet. Alle Angaben ohne Gewähr. Wie gesagt, Schober hat sich nicht geäußert. Ja, dann habe ich mal geschaut, wie sieht es denn so im berühmten Darknet aus? Was wird dann so bezahlt für geklaute Daten? So, jetzt möge man sich vorstellen, es handelt sich hier nicht um irgendwelche E-Mail-Accounts oder Facebook-Konten, sondern es handelt sich hier zum Beispiel um Gesundheitsdaten, um Steuerdaten und Ähnliches. Dann braucht es, glaube ich, nicht sehr viel Fantasie, sich vorzustellen, welche Preise dafür bezahlt werden. Auch hierzu habe ich einen dieser Datenhändler angesprochen, wollte Daten von Privatpersonen haben, in ähnlicher Form wie von den Handwerkern, nur unter einer anderen Legende. Also sprich auch Personen zwischen 35 und 45 mit einem geschätzten Jahreseinkommen von ab 80.000, einem Grenzsteuersatz von 45% oder mehr, Wohneigentumsbesitzer, also Leute, die richtig Kohle haben, die eine Anlage zeichnen können mit einer Mindesteinlage von 250.000 Euro. Die Antwort der Geschäftsführerin war: Och, warum haben Sie nicht ein paar Monate vorher angerufen, bevor die DSGVO griff? Jetzt kann ich nur noch auf drei Datenbanken zugreifen. Ich glaube, sie hat Hunde gerochen. Sie hat das Angebot auch nicht abgegeben. Aber ich gehe mal davon aus, es wäre wahrscheinlich ähnlich ausgefallen wie bei Schober. Fragt man sich als Nächstes, wo haben diese Leute die Daten her, die in den Datenbanken gespeichert wurden? Ähnlichkeiten mit dem Vorstandsvorsitzenden sozialer Netzwerke und einer berühmten amerikanischen Firma sind jetzt rein zufällig oder rein mutwillig. Wo haben Sie die Daten her? Ja. Von uns. Gratis, umsonst, gratis Download, Rabatt, Gewinnspiel etc. pp. Immer wieder dieselbe uralte Nummer, die von der Leichtgläubigkeit der Menschen lebt. Erinnern wir uns an die Folie vorhin, es gibt nichts für lau. Alles kostet Geld. Und wir geben ihnen die Daten ja freiwillig. Die meisten dieser ganzen Aktionen haben nur einen einzigen Sinn, an eure Daten zu kommen. Aber das wäre noch nicht das Schlimmste. Ich habe mal irgendwann in meiner Ausbildung gelernt, Vorträge sollen wir immer mit einem schlauen Spruch anfangen. Mache ich jetzt auch mal. Dieser junge Mann hier hat noch vor über 3.500 Jahren das Zitat geprägt: Die größte Verwundbarkeit, das wäre die Unwissenheit. So, und jetzt darf ich euch alle herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, diese Fragen sollte sich jeder mal gestellt haben, bevor er sich Gedanken darüber macht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Denn alle Schutzmaßnahmen, die nicht entsprechend geplant sind, sind letztlich nichts anderes als ein Schuss in die Luft. Kosten nur Geld, kosten nur Zeit und bringen letztlich gar nichts. Er hätte es mit anderen Worten gesagt, er sagte mal: Wer sich selbst und seinen Feind kennt, der braucht den Ausgang von 1000 Schlachten nicht zu fürchten. Das war vor 3.500 Jahren so, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn ich weiß, wer mein Angreifer oder meine Angreifer sind, wenn ich weiß,
wer mir gegebenenfalls schaden will, wenn ich weiß, wer auf meine Daten scharf ist und mit welchen Mitteln er versucht, diese Daten in seinen Besitz zu bringen, dann weiß ich auch, wie ich mich dagegen schützen kann. Der erste Satz ist auf dieser Folie eigentlich der allerwichtigste. Ich habe es eben schon gesagt. Bevor ich mich gegen meinen Feind schützen kann, muss ich erstmal selbst zu meinem Feind werden. Das heißt, ich muss wissen, wie tickt er? Wie denkt er? Was hat er für Interessen? Was hat er für Ziele? Wenn ich das weiß, habe ich schon gewonnen, bevor die Schlacht angefangen hat. Und wenn ich hier oft militärische Termini verwende, dann mit Absicht, was da draußen im Netz abgeht, ist ein Krieg. Es geht nur noch um Fressen und gefressen werden. Ich hatte die Tage mit dem Herrn vom SUMA, das ist der Förderverein, der Metager unter anderem betreibt, ein sehr interessantes Gespräch, wo er meinte, also nach seiner Auffassung sind bei Google die Daten noch am sichersten, die horten ihren Schatz, die anderen verkaufen ihn. Noch horten sie ihn. Ja, wer verrät mich eigentlich im Netz? Oder wer ist eigentlich der Spion Nummer 1 auf meinem Device? Der eine oder andere weiß es schon, es ist dein Browser. Nichts ist geschwätziger als diese Software. Und das Allermeiste, was dieses Ding unaufgefordert von mir, unaufgefordert an den Webserver liefert, müsste der zum Betrieb gar nicht an Informationen haben. Aber standardmäßig ist das nur ein Ausschnitt von dem, was er an Informationen liefert. Und das ist auch die Grundlage für Ermittler im sogenannten Darknet, wenn es darum geht, sogenannte Cyberkriminelle, welcher Art auch immer, dingfest zu machen. Die allermeisten verraten sich über den sogenannten Fingerprint ihres Browsers. Ja, nächster Punkt. Erweiterungen des Browsers, sogenannte Add-ons und Plugins, Anonymizer und Proxys. Ein sehr gutes Beispiel dafür war das Add-on WOT, stand für Web of Trust, für den Firefox. Diese kleine Software sollte Seiten nach ihrer, in Anführungszeichen, Seriosität bewerten. Was hat sie gemacht? Sie hat Daten über die TCP-Verbindung an denjenigen welchen geschickt. Viele dieser Plugins sind mehr ein Risiko als ein Schutz. Oftmals werden sie einfach installiert, weil sie hip sind, ähnlich wie die Apps auf dem sogenannten Smartphone. Und kaum jemand macht sich mal die Mühe und analysiert im Vorfeld, welche Zugriffsrechte so ein Plugin, so ein Add-on verlangt und was es genau tut. Zum Thema Anonymizer und Proxys, denke ich, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Dazu ist schon so viel dummes Zeug erzählt worden. Ja, ich kann nur wieder sagen, Anonymität im Netz, es ist ein Märchen. Das reicht schon aus, um dich eindeutig zu identifizieren. Die Keksabteilung. Wir alle kennen sie, die guten lieben Cookies. Klar, ich kann sie natürlich im Browser deaktivieren. Sollte auch jeder mal versuchen.
und dann mal schauen, welche Seite noch reibungslos funktioniert. Wenn man sich heute mal den Quellcode einer Webseite anschaut, da sind 3/4 davon JavaScripte oder ähnliche PHP-Skripte. HTML-Code ist nur noch rudimentär zu finden. Es geht nur noch darum, Daten von eurem Rechner abzufischen. Am schlimmsten, persönlicher Eindruck von mir, sind alle Nachrichtenmagazine und eine berühmte Handelsplattform aus Amerika. Ja, und dann haben wir noch die ganz böse Sorte Kekse, nicht die aus Holland, sondern meistens kommen sie auch aus USA, die sogenannten Third-Party-Cookies. Eine wirklich perfide Erfindung. Damit ist es möglich, dass ein unbekannter Dritter Daten von euch abfischt, der mit der Webseite, die ihr ansurft, überhaupt nichts zu tun hat. Kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob das zumindest moralisch gerechtfertigt ist. Weil man ja. Wenn ich die aber ausschalten lasse, den Browser, die drückt auch wieder Cookies, ist das dann ausgeschalten oder ist das bloß für mich als Belüge? Ich würde eher aufs Letzte tippen. Also wirklich sie deaktivieren im Sinne von, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube persönlich nicht dran, dass es funktioniert. Ja, und hier sieht man mal wieder so ein echtes Musterbeispiel für Lobbyistentätigkeit. Es gibt natürlich eine Richtlinie dafür und dagegen, aber die haben wir in Deutschland noch nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich den Tag noch erlebe, wo wir sie umsetzen. Ja, Moses kam damals mit 10 aus, bei mir sind es 12. Aber wenn man sich wenigstens an 10 von diesen 12 hält, haben es die Datenkraken ziemlich schwer. Kleiner Tipp noch, wenn ihr irgendwelche Sicherheitsfragen festlegt, für den Fall, dass das Passwort mal vergessen oder verloren geht. Also ich bin natürlich in Punta Arenas geboren, ne? Ganz klar. Meine Mutter heißt mit Mädchennamen O'Reilly und ich bin auf der Columbine High School zur Schule gegangen. Bitte dort nichts eintragen, was irgendwie Bezug auf eure echte Identität zulässt. Sehr beliebtes Fischfangbecken. Denn daraus kann ich unter Umständen das Passwort erraten. Also hier Lügen wie gedruckt. Ups, was haben wir hier? Ja. Ja, für alle die, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen, habe ich immer so ein paar Weblinks rausgesucht, die ich ganz informativ finde. Und auch mal 2 Strategien, was ich so alles tun kann, auch ohne Diplom-Informatiker dafür sein zu müssen, um mich ein bisschen besser gegen diesen Datendiebstahl zu wehren. Und für alle, die es lieber gerne in der analogen Form haben, kann ich das Büchlein hier wärmstens als Bettlektüre empfehlen. Analog zum Olmöde. Die Geister, die ich selber rief, als ich mich bei WhatsApp registriert habe. Danke fürs Zuhören und jetzt bin ich offen für Fragen. Bevor wir eine Wortmeldung filmen. Ja und nein. Also die Verschlüsselung, die du meinst, ist dieses HTTPS. Ja, so. Ja, ja, ja. Also, bei der HTTPS-Verschlüsselung besteht die Verschlüsselung nur auf dem Weg
von deinem Endgerät zu diesem Webserver. Ja? Alles, was dahinter kommt, Umleitungen oder ähnliches, ja? sind nicht mehr verschlüsselt. Also mit der HTTPS-Verschlüsselung erreiche ich im Grunde nur eins. Es wird garantiert, dass die Webseite auch die Webseite ist, für die sie sich ausgibt. Also im analogen Leben, ja, jemand, der mir seinen amtlichen Ausweis vor die Nase hält. Mehr nicht. Ich kann es nicht ändern, ich habe die Kryptografie nicht erfunden. Deshalb, dieser Herr hatte recht, dieser chinesische General, es ist einfach die größte Verwundbarkeit, ist die Unwissenheit. Ja? Ich habe vorhin Lightning Talk gehalten zu VPNs. Was über VPNs ein Blödsinn erzählt wird, das ist schon erschreckend. Ja? Ein VPN ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Gartenschlauch. Großer, runder, schwarzer Raum mit zwei Löchern. Und in einem Loch läuft das Wasser rein. So, wenn es da reingelaufen ist, sehe ich das Wasser nicht mehr. Aber irgendwo muss ja wieder rauskommen. Wie ist denn die Verschlüsselung in E-Mail zu bewerten? Ja, was ist die Verschlüsselung? Was ist die Verschlüsselung mit E-Mail? Vorteil ist, ich habe heute mit PGP und S/MIME zwei Standards, die es mir zulassen, mit starker Kryptographie meine E-Mails zu verschlüsseln. Aber jedes Verschlüsselungsverfahren ist auch dem Angreifer bekannt. Und jedes Verschlüsselungsverfahren kann gebrochen werden. Es gibt keine unknackbare Verschlüsselung. A und O dabei ist die Auswahl des Schlüssels. Wenn ich einen schwachen Schlüssel generiere, ist die ganze Verschlüsselung, auf Deutsch gesagt, für die Katz. Kann ich mir sparen. Nachteil dabei ist, das Ganze mit der E-Mail-Verschlüsselung macht nur dann Sinn, wenn auch alle mitmachen. Denn ich brauche ja zum Verschlüsseln und Entschlüsseln den öffentlichen Schlüssel meines Empfängers. Es ist kein Hexenwerk, Enigmail zum Beispiel in den Thunderbird-Client zu integrieren. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Es gibt hervorragende Anleitungen dafür, die das viel besser erklären können, als ich das könnte. Krypto-Partys kann ich dazu nur empfehlen. Ja, die sind auch sehr hilfsbereit, die helfen einem auch, sowas einzurichten. Aber letztendlich liegt es an jedem selber. Ich meine, im analogen Leben, ja, kleben wir unsere Briefe im Kuvert auch zu. Wir verschicken unsere Steuererklärung ja auch nicht per Postkarte, nur weil es billig ist. Also warum tun wir es auf elektronischem Wege nicht? Es ist kein Hexenwerk mehr. Das Blöde ist einfach nur, wir müssen uns auf einen Standard einigen, entweder mit S/MIME oder halt mit PGP. Was der Einzelne nimmt, würde ich sagen, ist Geschmackssache. Hauptsache, es wird verschlüsselt. Und wenn verschlüsselt wird, dann wirklich starke Schlüssel. Das heißt Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Je chaotischer und je mehr durcheinander geschmissen, desto besser. Ja. So, wenn wir beide kommunizieren, ich vergehe ein Verbrechen, Sie sind automatisch auf dem Datenschirm, weil ja. Das zweite ist die Information Endgeräte. Das heißt, irgendwann wird es entschlüsselt und wird es verschlüsselt. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, die hat einen Trojaner drauf, dann wird es da schon abgerufen im Prinzip. Genauso wenn Sie es entschlüsseln und Sie unvorsichtig haben, irgendwas drauf, wird es also genau mitgelesen. Halt. Auch Kryptographie schützt nicht vor Dummheit. Ja, ich will nur noch aufmerksam machen, dass ja. Ich glaube, die Algorithmen sind schon sicher. Ja. So ist das Endgerät unsicher oder exakt, irgendwann wird es verschlüsselt und es wird entschlüsselt wieder. Klar, ich will es ja lesen und kommunizieren und da wird es dann abgeschlossen. Wie gesagt, vor, wie soll ich es nennen, Dummheit, Bequemlichkeit, Schlamperei, ja. Und ich habe es vorhin gesagt, Anonymität im Netz ist ein Märchen, Sie haben es mir gerade bestätigt, Metadaten, ja. Die kann ich nicht verschlüsseln, ja. Das funktioniert nicht. Ich kann nur den Inhalt verschlüsseln. Solange es nicht entschlüsselt ist, also sprich, solange kein Angreifer den privaten Schlüssel in die Finger kriegt, kann er die Nachricht zwar abfangen, aber kann nichts mit anfangen. Was die Geräte angeht, gerade die sogenannten Smartphones, ich nenne sie eigentlich lieber Spyphones, denn letztendlich sind es ja keine Telefone mehr, also man kann damit unter anderem auch telefonieren, aber dafür sind sie ja gar nicht mehr gebaut, sind von der Implementierung her derart unsicher und derart schlampig, dass es einfach erschreckend ist. Ja, alles das, was wir in Jahrzehnten im PC-Bereich
umgesetzt haben, haben mit den Smartphones aus Gründen der sogenannten Benutzerfreundlichkeit wieder über Bord geschmissen. Ja, ich denke, Sicherheit und Komfort sind konkurrierende. Ja, 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 das ist normal. War immer schon so. Konspiration setzt gewisse Intelligenz voraus. Das ist aufwendig, so sag ich mal, sich zu verhalten. Das ist einfach aufwendig. Klar. Ich zwinge auch niemanden dazu. Nee, damit sagen, das ist halt das Problem dabei, dass die Masse es eben nicht macht. Alle diese Techniken sind ja nicht neu. Es ist ja quasi nur die digitale Ausgabe von uralten Nummern. Ja. Und solange das immer noch funktioniert, solange immer noch geglaubt wird, es gäbe was umsonst, ja, man bekäme was für lau, oder es wären alles gut Menschen da draußen, die einem was Gutes tun wollten, dem ist leider nicht so. Wie sind denn diese Speicher auf PCs zu bewerten? Der Passworttresor, ja. Der Passworttresor ist eine super Sache, weil damit der berühmte Post-it-Zettel unter der Tastatur schon mal wegfällt. Aber man sollte sich über eins klar sein. Diesen Tresor muss ich dann aber mit einem wirklich starken Passwort verschlüsseln. Und Passwort alleine ist heute keine wirkliche Hürde mehr. Also wenn man das macht, würde ich empfehlen, mindestens eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu machen. Also sprich mit einem YubiKey und einem entsprechenden Passwort oder mit einer Smartcard oder mit irgendeinem Token oder sonst irgendwas. Oder halt die Kombination mit einem Einmalpasswort. Also sprich, dass ich das irgendwie dann über SMS geschickt bekomme, ja, bestätige damit meine Identität und gebe dann ein Passwort ein. Weil wie gesagt, wenn das Masterpasswort wegkommt, ja, dann ist der ganze, da sind alle Passwörter geklaut. Mhm. Richtig, aber klar. Als zweite Faktor-Geschichte oder eher nicht? Gute Frage. Also sag mal so, ich bevorzuge kein spezielles Verfahren. Ja? Weil wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, es ist auch nicht von mir diese Weisheit. Der Angreifer kennt die verwendeten Verfahren, davon können wir ausgehen. Und schon der alte Kerkhoff hat zu Zeiten Ludwigs des 14., glaube ich mal, gesagt, ein Verschlüsselungsverfahren, die Sicherheit eines solchen Verfahrens darf niemals auf dem Verfahren selbst beruhen, sondern nur auf der Stärke des Schlüssels. Also klar, man kann das natürlich machen. Ich kann auch eine Information über Steganographie in einer Bilddatei zum Beispiel verstecken. Aber für wirklich sensible Daten würde ich das nicht machen. Ja, das würde ich wirklich nicht machen. Wovor ich auch abrate, sind diese Passwortgeneratoren, die es ja online gibt. Wenn ich weiß, was für ein Generator dort verwendet wird und ich kenne zufällig den Startwert, ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich, das Passwort zu erraten. Also der beste Passwortgenerator ist immer noch Scrabble. Macht es wie unsere Vorfahren, schmeißt die Runen. Ja, bitte. Es werden ja relativ wenig Darknet-Händler ja festgenommen. Woran liegt das, wenn Tor so unsicher ist? Woran das liegt? Es liegt vor allen Dingen daran, dass diese Händler sich überwiegend im Ausland befinden, wo unsere deutsche Justiz keinen Zugriff hat. Ja gut, aber die kommunizieren ja auch wohl. Ja, natürlich, klar. Wenn ich entsprechende Aktivitäten dort betreibe, dann bin ich früher oder später fällig. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Höchstens eine Frage der Zeit. Wenn jetzt Politiker Beschlüsse fassen, biometrische Daten zum Beispiel auf den Personalausweis zu speichern, was können wir dann überhaupt noch? Ja, was können wir überhaupt noch tun? Zuallererst uns mal gut überlegen, wen wir als Volksvertreter in unseren Parlamenten sitzen haben wollen. Denn irgendwie sind die ja da reingekommen. Ja? Für den Fall, dass sie schon drin sitzen, sich vielleicht bei der nächsten Wahl ernsthaft zu überlegen,
ob die nochmal 4 Jahre lang auf unsere Steuerzahlerkosten da sitzen sollen. Jetzt könnte ich natürlich die ganzen Tipps weitergeben, die in gewissen Foren laufen, wie man diese Ausweisdokumente quasi zerstört. In der Regel handelt man sich damit letztlich am Grenzübergang nichts als Ärger ein, ja, wenn die Dinger nicht ausgelesen werden können. Das Problem ist ja weniger, dass wir jetzt mit den biometrischen Daten da ein, ja, ich will mal sagen, ein weiteres Pseudo-Sicherheitsmerkmal in die Welt setzen, sondern das Problem ist einfach der immer noch viel zu sorglose Umgang mit privaten Daten. Also ich bin jetzt schon, denke ich, ein paar Tage älter als du. Ja, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir noch von Internet geträumt haben. Und Mobiltelefone, das waren Kisten, die größer waren als dieser Notebook. Ja, die kosten 20.000, 30.000 D-Mark, waren in irgendwelchen Chef-Mercedes-Limousine verbaut. Damals wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, mit seinen Daten so sorglos umzugehen wie heute. Und das ist einfach das Problem. Ja. Das Auslesen beispielsweise eines solchen neuen Personalausweises kann ich schon dadurch verhindern, indem ich es einfach in ein paar Lagen Alufolie einwickle. So, dann ist das Thema gegessen. Ja, die Staatsorgane, die wissen eh alles über mich. Da mache ich mir keine Illusionen. Ja, viel Diskussion, viel Verwirrung gestiftet, Ziel erreicht. Dahin haben wir noch eine Wortmeldung. Sie persönlich Ihre Steuererklärung online? Nein, ich lasse sie machen. Das können Sie aber auch. Auf Sie brauchen sieht man Steuerberater, es gibt auch Lohnsteuerhilfevereine. Also. Klar, ich sage ja, dagegen kann ich nichts machen. Ja. Die Staatsorgane wissen eh alles über mich. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Dagegen haben wir auch ja, praktisch keine Möglichkeit. Und wenn es eine technische Möglichkeit gibt, dann wird die verboten. Das heißt aber nicht, dass ich in vorauseilendem Gehorsam mehr an Informationen diesen Leuten abliefern muss, ja, als mich halt die gesetzlichen Vorgaben zwingen. Das ist die Idee, die man so als Normalbenutzer machen sollte, weil es den wenigen Aufwand bereitet und nicht bereitet dazu doch viel Sicherheit. Ja, die gibt es. Worauf zielt Ihre Frage ab? In welche Richtung? Ja, für Normalbenutzer. Was kann so ein Normalbenutzer machen? Erste, was ich dem Normalbenutzer sagen würde, ist, verschlüssle deine Festplatten. Das wäre das Erste. Das Zweite, gib weiteren Benutzern niemals, aber wirklich niemals, das Administratorenkennwort. Ja, niemals. Bevor du den Rechner einschaltest, da einschalten. Was tue ich? Was will ich tun? Was tue ich? Bin ich mir dessen bewusst, was ich da tue? Nur wenn ich das eindeutig mit Ja beantworten kann, dann weitermachen. Ansonsten vorher nochmal nachlesen. Mit Daten umgehen wie mit Bargeld, sparsam und 2 Regeln befolgen. Die Mama-Regel und die Oma-Regel. Die Mama-Regel: Mach keinem Fremden jemals die Tür auf. Und die Oma-Regel, wenn du nicht erwischt werden willst, lass doch einfach bleiben. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ja, bitte. Ich bin jetzt momentan gesetzlich vorgestellt, ich glaube, akzeptiert war die Krankheit auf diese 2 Faktoren aufsetzen. Manche tun es ja nur, aber ich kenne es von meinem Fall, dass ich nur auf Mobiltankumstellung möchte. Mhm. Und da bin ich eher skeptisch, bin ich da richtig oder falsch, weil ich möchte das an sich nicht. Also was Online-Banking angeht, kann ich da nur ein Experiment empfehlen. Das ist sehr, sehr lustig. Zuerst danach fragen, sich dann erzählen lassen, wie sicher das ist und dann einfach mal sagen, okay, ich fülle dann hier den Antrag aus und in der Zeit unterschreiben Sie mir hier die Vollhaftungserklärung. Weil Sie haben ja jetzt gerade eben eindeutig erläutert, wie sicher das alles ist.
Natürlich möchte die Bank das für Sie am preiswertesten zu praktizierende Verfahren haben. Das ist dieses Online-TAN. Auch hier stellt sich immer die Frage, was wird geschützt? Wenn ich nur 500 Euro auf meinem Konto habe, ja, macht es wenig Sinn, mir für 1500 Euro einen Kartenleser zu kaufen. Bei einem Geschäftskonto sieht es anders aus. Im Zweifelsfall, wenn man mit der Bank gar nicht vernünftig reden kann, einfach die Bank wechseln. Oder sich fragen, muss ich Online-Banking wirklich haben? Brauche ich es wirklich unbedingt? Und wenn ich es unbedingt brauche, in welchem Umfang brauche ich es? Und wofür brauche ich es? Ja, ich bin auch viel unterwegs. Ich habe eine Bank gefunden, die mir das telefonisch macht, mit einem sehr schönen Verfahren. Dazu brauche ich weder TAN noch Smartphone noch sonst irgendwas. Und ich lebe eigentlich ganz gut damit. Die PSD Bank. Ja, danke für diese Anmerkung. Ich habe es, glaube ich, gerade eben gesagt, die Oma-Regel, ja. Wenn du nicht erwischt werden willst, lass lieber bleiben. Haben wir noch Wortmeldungen? Keine mehr? Ja, dann darf ich mich für euer Kommen bedanken. Mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.